Angriff der Azteken auf unseren englischen Bewacher und Beschirmer und Beschützer unserer Hauptstadt London. Die Azteken greifen uns an mit 5 Jaguar-Kriegern, die immer gleich kampfstark sind, egal ob verwundet oder nicht. Wir setzen aber mit einer großen Gruppe zur Wehr und wir haben unsere Stadtbevölkerung und erstmals im Kampf einen schweren Schwertkämpfer auf unserer Seite, den ersten überhaupt. Wir hatten die technologisch freigeschaltet und haben ein Upgrade gemacht von einem Schwertkämpfertrupp zu einem schweren Schwertkämpfer. Wieder mit dabei, wie immer, ist Stefanie Kaiser von Amplitude. Juhu, hallihallo. Hallo Daniel. Seit Stunden schon hier, wir beide, Seite an Seite, neben unserem Militär. Also stehen wir beide hinten in den hinteren Reihen und rufen unseren Leuten zu, jetzt vorstürmen, jetzt das mutige Flankenmanöver machen, jetzt euer Leben opfern. Wir stehen hinten, drücken die Daumen und rufen Ich hätte jetzt ja eher gesagt, ja, wir zwei allein gegen die Elefanten, ja, das hat was von Gimli und Legolas. Die Frage ist nur, wer von uns ist wer. Ja, das könnte sein. Also, wir zählen ja nicht. Wir zählen ja gemeinsam. Das sind unsere Leute, die wir da abschlachten. Wir zählen nicht einzeln. So, die kommen später. Wo landen? Wo werden die denn spawnen? Das sind Verstärkungen bei uns nur. Die kommen nachher in den Kampf. Erst in der nächsten Runde, ne? Das heißt, wir müssen erstmal hier alle Seiten schließen. Was haben wir hier? Das ist ein Pikenier. Das ist eine einfache Stadtbevölkerung. Das ist ein Langbogenschützentrupp. Das sind die einfachen. Was ist das? Ein Langbogenschützentrupp. Einmal hier, einmal hier. Das sind die coolen Pikeniere. Einer hier bitte. Wir stellen mal einen Trupp. Oh, da können wir nicht rein. Das ist ja doof. Wir blocken mal die Felder hier vorne. So, die kommen von hier. Das sollte reichen. Hier zwei, da zwei. Feuerfrei. Haben wir eine erhöhte Stelle irgendwo für unsere Leute? Nein, aber die stehen innerhalb, die Langbogenschützen innerhalb der Mauern, da haben die sowieso weite Stellen. Ja doch, die drei Felder hier direkt östlich vom Vesuv sind etwas erhöht. Also da sollten wir unsere Bogenschützen hinstellen. Cool, stimmt. Tatsächlich. Einmal hier hin. Aber ich dachte, wir haben sowieso einen super Höhenbonus, weil wir in den Stadtmauern stehen und dann ist das egal. Nein, leider nicht. Der Höhenbonus liegt wirklich an der Höhe des Feldes, ob Stadt oder nicht. Ah, okay. Und was war dann der Vorteil, den wir immer hatten, wenn wir in der Stadt standen? Die Fortification, den Kampfstärkebonus, wenn wir angegriffen werden? Die Fortification wirkt, und die Reichweite? Wirkt defensiv, ja. Reichweite auch nicht? Die Reichweite ist nur von unseren speziellen Festungen, nicht von der Stadt selbst. Alles klar. So Leute, hier stehen alle, alles klar, eine Runde weiter, End Deployment. Die Unterstützungseinheiten können wir noch nicht aufstellen. Auf geht's. Oh, so viele. Oh Gott, wie schrecklich. Entschuldigt bitte, ich habe Richtung Kamera gespuckt. Das war die, ich würde jetzt gerne sagen, das war, ich weiß gar nicht, das war Verzweiflung, nee, das war Begeisterung. Begeisterung, dass uns ein Kampf droht. Das habe ich plötzlich. Ich wollte den Gegner blenden mit meiner feuchten Augen. Das war's. Gegner blenden. Das ist wie so ein Giftfrosch im Amazonas. Das war ein Pfeilgift, das ich versprüht. Irgendwas in der Art. Denkt euch irgendwas vor und wischt euch den Mund ab. Nein. Gift-Speerwerfer sind in der klassischen Ära die Maya. Okay. Wir sind leider schon eine Ära zu weit. Oh, wir können sofort auch angreifen. Und über uns überlegen, also unsere Verstärkungsleute können auch sofort angehen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wohin. Von hinten kommen wir nicht hin. Wie machen wir das? Wir gehen erstmal rein in die Stadt mit den Bogenschützen hier. Wie weit können die denn ziehen? Ah, die kommen nicht so weit. Wie können die drei Felder auswärts ziehen? Ein Feld, zweimal drei. Drei können die ziehen. Hier mal wir müssen normal 4 Felder Bewegung haben, aber da sind natürlich hier Flüsse und Wälder und Ähnliches im Weg. Die Frage ist, können wir mit denen in die Stadt reinziehen? Ich denke nicht. Wir können hier oben, ach, ich weiß, wie wir es machen. Einer hier oben hin. Dann ziehen wir, oh, den haben wir schon gezogen. Den anklicken. Jetzt sind wir in der... Du musst die Einheiten wirklich von links nach rechts in der Liste durcharbeiten, okay. Muss man sozusagen. Dann stellen wir
Die können schon weiter nach oben. Die können ignorieren Kontrollzonen, aber hier oben kommen die nicht hin. Hm, dann hier unten rum, hier hin. Nee, das ist alles zu riskant. Die erste Runde setzen wir die mal nicht ein. Das sind zu viele. Wir schwächen die erstmal. Wir setzen die für ein Flankierungsmanöverfläche unten rum hin oder irgendwas. Ich setze den mal. Also ich würde die Ritter zumindest schon in die Stadt irgendwo reinziehen. Der setzt niemand an den Rand hin. So. Dann haben wir hier als nächstes noch einen Ritter. Ach komm, echt? Noch ein Ritter? Nee. Nein, das ist der Zweihandschwertkämpfer. Das ist jetzt, gut. Der ist natürlich stark, der sollte vorne sein und der kann. Der kann da auch in die Stadt reinziehen. Der steht auf einem Fluss. Nee, der steht nicht auf dem Fluss. Ich guck mal, meinst du, wenn wir den nach rechts ziehen, dass wir in die Lücke einen von da oben reinziehen können? Wir probieren das mal aus. Ja, also den Bürger hier ganz links, das Feld können wir freiräumen und den Schwertkämpfer dahin ziehen. Das klappt. Einer hier hinkommt, Leute. Ich glaube, das ist auch mit dem sogar. Könnte das klappen? Das ist der Pikenier hier. Ich versuch's mal. Ich habe mal ganz viel Glück und kann beide. Nein, wir können nicht beide reinstellen. Okay. Aber den können wir hier reinstellen, immerhin. Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Den kann man nicht wieder zurückstellen. Aber wir können. Ja, hier ein bisschen peinlich puzzeln. Ach, im schlimmsten Fall bewegt sich ein Jaguarkrieger da rein und er wird von allen Seiten von uns gleichzeitig behagt. Sollen wir denen vielleicht das anbieten? Als eine Falle. Der wird ja von allen Seiten flankiert und dann niedergemetzelt. Sollen wir denen mit Absicht eine Lücke in der Mauer anbieten, Leute? Nee, machen wir nicht. Das ist erst für meine Verhältnisse. Oh Gott, jetzt bieten wir die, ich meine, wir haben so oder so eine Lücke. Entweder links oder entweder rechts. Mhm. Wie weit könnt ihr noch ziehen? Jetzt kommt noch ein Pikenier. Mhm. Wir können in die Mitte ziehen zwischen allen, aber das ist ein bisschen doof. Moment mal. Ich würde mal sagen, wir brauchen jemanden, der sich. Ich dachte, das ist ein Pikenier. Jetzt wird ein Langbogenschütze angezeigt. Ah, warum nimmt er denn jetzt den Langbogenschütze? Vielleicht geht es der Stärke nach. Das ist aber doof. Ich würde gerne den Landes. Genau, genau bin ich mir da jetzt. Wir haben hier unten links noch ein Feld, auf dem wir ihn stellen können. Ja, in manchen Punkten ist das System hier natürlich noch nicht ganz ausgereift. Ich will mal. Also ich bin da zumindest der Meinung, dass es später mal so sein sollte, dass wir uns die Einheit auswählen können, die wir zuerst ziehen. Zumindest sieht das Menü ja so aus, aber das scheint noch nicht zu funktionieren. Auf den Fluss ziehen wäre doof. Wir stellen den hier vorne hin und blocken ihn. Ich würde sogar vorschlagen, wir blocken auf dem bewaldeten Hügel den Zugang zu den Bogenschützen. Und den letzten Pikenier lassen wir einfach erstmal in der Festung stehen, weil da ist er gut geschützt. Ganz genau. Der bleibt hier drin stehen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Kollegen, die feuern können. Ist die Frage, auf wen greifen wir an? Je weiter unten, desto eher tot. Und wenn Fluss, dann tot. Und wenn nicht auch Wald, dann tot. Das heißt, der hier, das ist das bevorzugte Ziel. Dann sollte es am einfachsten gehen. Alles andere ist schwieriger. Da ist schon mal Schutz durch Wald, da ist Schutz durch hohen Grund, da ist Schutz durch hohen Grund, da ist Schutz durch Wald. Aber hier feuern wir ins Tal rein. Das heißt, da ist schon mal ausgeglichen. Wir kämpfen mal von links nach rechts. Der hier kommt bis hierhin auf jeden Fall. Bis dahin konnte er nicht. Also einmal hier rein, bitte. Das tut weh! Nochmal bitte. Attacke! Sehr schön. Und nun ist er da drauf oder hier hinten immer die Schwächeren. Er ist die Schwächeren. Einmal hier drauf. Gegner um Gegner rausnehmen. Denkt dran, die kämpfen immer gleich stark, egal ob die verbündet sind oder nicht. Deshalb lieber auf Feuer auf einen konzentrieren, den komplett weghauen, weil wir können uns nicht darauf verlassen, dass wie sonst eine schwächere Einheit auf Seiten des Feindes auch schwächer kämpft. Das ist hier nicht der Fall. Jetzt können wir vielleicht. Mal gucken, ob das geht. Ja, das ist unser. Ah, der verliert zu viele Punkte. Das machen wir nicht. Wir warten ab. Greift den Hügel hinauf an. Das machen wir nicht.
Das machen wir nicht. Der bleibt hier in der Stadt stehen. Alles gut. Den kriegen wir nachher. Wir haben Zeit. Alle bleiben, wie sie sind. Das war's in dieser Runde. Nichts mehr machen. Nichts mehr tun. Wir bleiben so stehen, wie sie stehen. Alles bestens. Eine Runde weiter, Leute. Immer weiter. Feind zieht auf den Fluss drauf und über den Fluss hinweg und greift unsere Langbogenschützen an auf dem Hügel. Was machen die? Die sind durch den Fluss durchgelaufen. Schweinepriester, der weil auch. Weil auf dem Fluss eine Straße ist, gibt es eine Brücke. Ich kann nicht hingucken. Na immerhin, der ist wenigstens bereit, sich abschlachten zu lassen. Er greift auch in die Mauern hinein an. Toll, Straße gilt als Brücke. Das muss für so einen Jaguar-Krieger ja peinlich sein, von so ein paar Bürgern aufgehalten zu werden. Nicht. So, nächste Kampfrunde. Bis zu 2 strategische Runden lang dauert das. Das hier machen wir ein bisschen Sorge, der hier oben steht. Aber wir können die auch nicht mehr wegziehen. Die stehen hier. Vielleicht können die anderen denen aber helfen. Oder, also der hier vorne muss auf jeden Fall drauf gehen. Das machen wir aber nachher. Einen Schritt nach dem anderen. Erst bleiben wir mal hier drin. Und feuern von denen hier eins runter auf die. Nochmal. Mit allen. Die stehen hier so doof. Also den müssen wir natürlich auch umbringen. Einmal futsch. Der kommt eh nicht bis da hinten hin. Einmal hier hin. Und der erwischt er den? Fast. Der hat noch ein Minimum an Punkten. 20. Ausfall aus dem, ja, Ausfall aus der Burg. Wir stehen auf hohem Grund und wir haben einen Bonus, weil wir aus den Militärquartieren heraus angreifen. Das heißt 31 plus 5 gegen Grundstärke 33. Der ist verwundet, hat keinen Abzug im Kampf durch die Verwundung. Die spüren das gar nicht. Die schneiden sich hier, die schneiden sich da und sagen schönes Wetter. Aber wenn man sie tötet, sagen nicht mehr schönes Wetter. Sagen die höchstens schon mal tot. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, sehr schön. Einer weg. Erste Einheit futsch. Ein Jagdkrieger futsch. Einer futsch. Zwei futsch. Drei bleiben übrig. Drei Jaguar-Krieger noch im Spiel. Läuft. Alles gut. Der Rest bleibt, wo er ist. Wir könnten natürlich auch hier vor und die sind ja ziemlich fit und dann. Ich meine, wir haben links mit den Pikenieren eine Flankengelegenheit vom hohen Grund aus. Und unsere Ritter könnten jemandem noch in den Rücken fallen. Wie machen wir das? Also auf den Fluss ist doof. Das ist nicht so clever. Das ist ja höchstens für... Na, die sind ja aber auch hier links. Das gefällt mir nicht. Das sind noch drei. Zuerst mal sagen, hier links die Pikeniere, die beiden Bogenschützen verteidigen. Schau dir mal mit denen an, wie die sich gegen die Jaguar-Krieger schlagen. Ach so, meinst du das? Die müssen nämlich plus 8 Stärke haben. Natürlich. Ah ja, der kann denn. Die stehen ja ohnehin hier schon. Einmal angreifen, bitte. Einmal vielleicht plus 4 flankieren, plus 4 hoher Grund. Den hatte ich komplett übersehen. Sehr schön. Und den Rest? Der hat doch schon, ne? Der hat schon. Ja, das ist doof. Das ist Fluss, da will ich nicht rein. Wir könnten... Dient ja sehr mobil den Ritter hier oben hin und dann rund in den Grund runter. Das sollte eigentlich auch nicht so viel passieren. Das können wir machen. Dann hier mal runter. Mal gucken, wie das, was uns da angezeigt wird. Wow! Cool! Wow! Mann! 36 Grundstärke gegen 33, also schon 3 plus zu Beginn. 4 hoher Grund, 4 flankieren, 3-mal Sturmangriff, Spezialfähigkeit unserer Reiter und einmal durch den Veteranenstatus. Aus die Maus, guck mal, ein Angriff reicht. Totenkopf. Symbol. Boah, heftig. Sehr schön.
Da sollen die uns erstmal runterkriegen. Das ist gar nicht so leicht. Zwei bleiben übrig. Die anderen, die bleiben jetzt so, wie sie sind. Mehr machen wir jetzt mal nicht. Eine Runde weiter, Leute. Oh, die gehen da zur Hilfe. Die greifen die an in der Festung? Das fand ich nicht so clever. Und der Trupp greift jetzt die Bogenschützen an. Vielleicht kommt man von hier nicht hier hoch. Weil hier eine Klippe ist. Weiß ich nicht. Ist egal. Jetzt haben wir. Es läuft auf jeden Fall gut. Wird schon klappen. Jetzt geht's weiter mit erstmal. Es sind nur die beiden da. Das sind die beiden letzten. Die kriegen wir jetzt auch klein. Wir ziehen erstmal nochmal Fernkampfangriffe. Einmal hier. Können wir alles mit Fernkämpfern erledigen. Geschafft! Das haben wir hinbekommen. Sehr schön. Alles gut gelaufen. Klasse. Noch ein Sieg. 10 von 20, ne? 20. Die Hälfte des Szenarios haben wir gespielt. So viele Schlachten, so viele Abenteuer. Wir haben immer noch nichts aufgedeckt. Wir wissen nicht, wo der Rest der Karte ist, aber wir haben genau die Hälfte geschafft. Viele Kämpfe erlebt. War auch taktisch viel komplexer als die Dinge, die wir vorher erlebt haben. Langbogenschützen und Kriegselefanten haben wir erlebt. Flankierungsmanöver durchgeführt. Ganz viel kennengelernt über den Festungsbonus. Wir haben selber noch nicht belagert, das haben wir nicht, aber sonst viele Abenteuer erlebt. Fliegende Einheiten fehlen noch, Marineeinheiten haben wir auch noch nicht eingesetzt. Zwischendurch haben wir sogar gebaut und wir haben immer und immer wieder diese traumhaft hübsche Grafik bestaunt. Schaut euch das mal an. Das ist doch ein Traum. Zauberhaft. Und schaut mal im Hintergrund die Welt. Wenn hier so, ist das ein Strategiespiel? Hört man den Sound, hört man die Tiere und die Vögel und das Rauschen des Windes und der Wälder. Wie friedlich, wie idyllisch, wie lieblich. Das waren alle Abenteuer mit dem Open-Dev-Szenario hier. Das war die Open-Dev-Phase der Pre-Alpha. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Lieben Dank an Stephanie Kaiser von Amplitude, die ja so viel bei unseren Streams dabei war. 4 Streams hatten wir mit vielen, vielen Stunden. Den YouTube-Zuschauern sage ich, dass ihr in der Playlist einiges findet. Aufzeichnung all der Streams, YouTube-Videos, ganz viele mit Steffi, alle mit mir. Und in Zukunft noch viel, viel mehr. Ich habe noch ein paar Ideen, was man sonst noch machen könnte. Und natürlich, je mehr es ans Release herangeht, umso mehr Streams, umso mehr Preview-Streams. Demnächst noch ein Special-Event. Wir arbeiten mal gerade an etwas. Kommt alles in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Ich freue mich sehr darauf, dass immer und immer wieder mit euch zu spielen. Es ist so ein hübsches Spiel. Es sieht hübsch aus, es spielt sich cool. Und diese Mischung von Rundenstrategie und Rundentaktik, das ist eine Wucht von Spiel. Das hat einen Umfang dadurch. Und es sind eigentlich zwei Spielegenres in einem. Macht ein großes Vergnügen. Augen auf, immer auf die Playlist gucken. Es geht weiter, immer weitermachen.